So, im Turm vom M113. Hier seht ihr das Visier. Hier ist die Führungsanlage. Den Knopf muss man ziehen, dann kann man die Kanone bewegen. Machen wir aber nicht. Und die Munitionsbox fehlt leider. Aber ansonsten sieht das sehr vollständig aus. Allerdings sehr eng. Also ich mache keinen Versuch mehr, mich auf diesen Sitz zu bringen. So, hier seht ihr den Fahrer vom M113. Die Lenkhebel hat er vor sich. Links sind die Kontrollpanels. Gaspedal eigentlich wie ein ganz normales Auto, nur gelenkt wird halt eben über die Lenkbremsen. Der junge Mann ist noch recht jung, der hat also ausreichend Platz. Bei mir wird es dann eng vorne. Hier seht ihr auch die Zusatzausrüstung, hat also mehrere Funkgeräte. Das ist kein normaler Mannschaftstransporter, das ist ein Kommandowagen. So, das ist der M113 von vorne. Und ihr seht, er hat also eine 2 cm Kanone, die hatte ich euch gerade von innen gezeigt, mit einem Air Defense, also Luftabwehrvisier. Das ist also für Kommandofahrzeuge standardmäßig. Die anderen hatten Meistermaschinengewehre. So, hier können wir noch einen Blick auf den Antriebsstrang vom M113 werfen. Fragt mich bloß nicht, was wofür da ist.